Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments, dem super, super guten Adventure hier in eurem Adventure-Kanal Nummer 1. Und bevor wir jetzt weiter loslegen, möchte ich auf ein kleines Problem hinweisen. Und zwar, ich werde es in Zukunft so machen, dass ich einen Fall komplett an einem Tag an einem Stück aufnehme, weil zwischen den Aufnahmen ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Das heißt, wir müssen uns jetzt erst kurz wieder reinfinden. Werde ich ab dem nächsten Fall in einem Stück aufnehmen. Das wird ein Marathon vielleicht für mich oder auch nicht. Ich glaube, das ist am besten. Das ist die beste Lösung dafür. Was wir, glaube ich, machen wollten, ist herausfinden, was es hier mit dem Zigaretten, dem Ricardo auf sich hat. Das müssen wir dann erstmal finden. Und dann werden wir noch diesen Bahnhof ein bisschen weiter untersuchen. Holmes, look. There's a flooded area over here. Okay. I believe that the flooded area might be worth checking. Okay, das untersuchte, überflutete Gebiet sollen wir uns anschauen. Was haben wir hier? Die Tasche des Bahnhofsvorstehers. This postbag belongs to the station master. Anwaltsbrief. Anwaltskanzlei Cornwall. In Antwort auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden beglichen haben werde. Begleichen werde. Der scheint also hier mit einem kleinen Geldsegen zu rechnen. Was haben wir hier? The station master appears to have found himself in some financial trouble. An seine Frau schreibt er, meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaube mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst. In Liebe, Edward. Edward mit den scheren Händen scheint also ein finanzielles Problem zu haben. Railway Postbags. Die Railway Postbags, die kennen wir schon. Bevor wir mit dem sprechen, würde ich aber gerne noch mal sein Office durchsuchen, wenn wir das halt finden. Das ist halt die Frage. Waren wir da schon oder waren wir noch nicht? Hier waren wir schon, ne? Oh, das sieht halt alles gleich aus. Was haben wir denn hier? Aha, Pferderennmagazine. Newspaper-Articles on horse racing. Hurdle, Steeplechase and Flat Racing. He is a true enthusiast, Holmes. Wettscheine. 2 Pfund. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Also, der Mann hier scheint Problems zu haben. Ach, und hier können wir auch den Mycroft kontaktieren, wegen den beiden Schienen, den beiden Interessenten. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Es gibt 2 Firmen. Balcazas aus Chile und Caracal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Minen der Firma Weacol kaufen. Das mexikanische Caracal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Badacas-Gruppe, mit Hilfe ihrer einflussreichen Verbindungen, sich den Zuschlag für den Kauf der Minen zu sichern. Haben also die Chinesen, haben also mal die Mexikaner, die Chilenen haben die Mexikaner überfahren, sozusagen. Daraus können wir wieder Schlussfolgern. Das machen wir gleich im Auto. Das machen wir gleich im Auto, sag ich schon. In unserer Pferdekutsche. Das wollte ich sagen. So, können wir noch irgendwas rausfinden hier? Moment, wir machen das mal so, dass ich immer laufe. Waiting Hall. Stations Officer. Dingen. Weggeworfene Sachen finden wir ja auch nicht. Und guckt euch mal an, wie geil die Grafik ist. Das ist ein richtig gutes Spiel. Ein richtig gutes Spiel. Warehouse. Hier haben wir also ein Ersatzteillager wahrscheinlich wieder für die Züge. Finden wir hier irgendwas Interessantes?
scheint nicht der Fall zu sein. Dann reden wir mal mit ihm. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Dann schauen wir mal, was wir über dich herausfinden können. Wir raten wieder mit. ungepflegte Haut oder mittleres Alter oder so. Melancholisch. Mhm. Keine Amtsuhr. Er hatte mal einen Ehering, also er scheint wirklich Probleme mit seiner Frau zu haben. Was wir auch schon aus den Hinweisen nehmen können. Und hier fehlt ein Knopf. Dann fragen wir ihn erstmal, was es mit dem überfluteten Gebiet auf sich hat. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here. And behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. Dann fragen wir mal nach dem Glücksspiel. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Wir haben deine Wettscheine gefunden, Kollege. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Was haben wir denn mit den Mexikanern am Hut? Hm? Erzähl mal. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Ja, das hatten wir eh schon vor. Vor allem sagt er hier at Doncaster. Wir sind ja gerade at Doncaster. That's a little bit confusing, Mr. Watson. So, was können wir denn hier... den Strand untersuchen. Also hier ist ein Steinbruch abgesoffen. Für den Fall, dass ihr nicht mitlesen wollt, werde ich das immer ein bisschen zusammenfassen. Also hier ist ein Steinbruch abgesoffen. Wollen wir natürlich auch untersuchen. Und wir... Ja, wo ist denn... Wo ist denn der Typ dann hin? Der Mexikaner. Mit dem müssen wir mal reden. Aha. Jetzt ist er wieder da, wetten? Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Das ist gelogen.
Das ist gelogen. Können wir ihn noch anhand anderer markanter Dinge... Ein mexikanischer Schnurrbart, aber das zählt nicht. Kleine Falten. Ist schon etwas älter also. Feine Kleidung. Dreckige Hände. Mit Zigarre. Der macht Kampfsport, okay. Teure Zigarre. Und... kräftiger Körperbau. Das heißt, er hätte die Kraft, den aus dem ersten Fall die Leute zu umzulegen. Ich schmeiß schon alles durcheinander. Ja, Kollege, wir dachten ja eigentlich, du wärst ein Mexikaner, ne? Chile, but you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Wegen deiner Zigarren. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Ja, dann sag mir, was dein Business ist. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Also, wir wissen, dass er uns angelogen hat, wir wissen, dass er Mexikaner ist, wir wissen aber auch, dass er offenbar hier ist, um auf seine Leute zu warten. Es wäre also irritierend, wenn er nicht, es wäre irritierend, wenn er nicht... Oh, was haben wir denn hier? Haben wir das schon? Wäre also irritierend, wenn er das nicht wüsste. Was haben wir denn hier? Doncaster, genau. Das ist hier dieser Abzweig, den wir auch untersuchen sollen. Und der befindet sich hier. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. Gucken, ob die Weiche noch... ob die Weiche noch funktioniert. The switch is rusted, but it still works. Und sogar animiert, ne? Also sehr, sehr geil. Watson, geh mal an die Seite. Gucken, ob wir hier was finden. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Rostige Schienen. Diese rostigen Schienen führen in den... Nein, sie führen nicht in den See, sondern... Sie enden vor dem See. Und ach, sieh mal hier. Da sind wieder Schienen entfernt worden. The railway ends here. That is strange. Also sie sind doch wirklich, einige Dinge sind hier umgebaut und angebaut worden bei der Bahnstrecke, um irgendwas zu erreichen. Aber was? So, das haben wir erledigt. Minen untersucht. Jetzt können wir hier den Strand untersuchen. Das ist, haben wir herausgeflutet, dass das Ding überflutet ist. Sollten wir mal schauen, was an dem Strand sich abspielt. Und wir werden derzeit neue Deduktionen machen, basiert auf dem, was wir jetzt herausgefunden haben. Damit die Fahrzeit für euch nicht zu lang ist. Eieieiei. Also, wir haben den verdächtigen Mann in Doncaster. Und wir haben die Tatsache, Mexikaner gegen Chilenen. Können wir nicht verbinden. Wir haben hier das alte Nebengleis zum Steinbruch. Und wir haben gestohlene Schienenstücke. Das können wir verbinden. Was ist das hier? Nee, das war's nicht. Jemand hat die Schienenteile gestohlen.
Also hier, Gleis zu den Minen, Gleis zum Steinbruch. Das sind die beiden Sachen, die wir jetzt verknüpft haben, dass die Schienen gestohlen wurden. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Oder jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zur Mine zu ersetzen. Können wir nicht wissen. Noch nicht. Was haben wir noch? Viacol und die Chinesen. Viacol hat die Minen an eine chinesische Firma Badakas verkauft. Das steht natürlich in Zusammenhang mit Mexikaner gegen Chilen, weil die wollten die Mine auch haben. Was können wir daraus schließen? Die Mexikaner hegen keinen Groll gegen die Chilen. Geschäft ist Geschäft. Denkbar. Aber noch. Ups, nein. Ich bin mir da nicht sicher. Bin mir da nicht sicher. Bitte, kann ich das zurückdeduzieren? Weil da sieht man ja, wir haben noch eine zweite Möglichkeit. Viacol und die Chilenen. Und der verdächtige Mann. So, und daraus ergibt sich jetzt, dass wir hier zwei Optionen haben, nämlich wütende Mexikaner. Die mexikanische Firma Cardacal ist nicht gut auf die chilenische Firma Barcas zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für die Viacol-Mine erhalten, obwohl bereits die Vereinbarung mit den Mexikanern bestand. Ja. Die sind zwar wütend, aber können wir alleine auf Basis des Indizes dieses verbrannten Zettels schließen, dass sie dann zu so einem Akt fähig sind? Ich denke nicht. Wir haben den überfluteten Steinbruch und ein altes Nebengleis, was dahin führt. Der Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster ist überflutet und das alte Nebengleis zum Steinbruch fehlt. Daraus können wir schließen. Hier unten. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Das ist denkbar. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch, weil am alten Nebengleis ist dort ein viertes Stück fehlt. Naja, das wissen wir nicht, weil der Zug kann ja theoretisch, könnten die Schienen da wieder entfernt haben, um das zu vertuschen. Wissen wir nicht. Wir müssen weiter forschen. Das Telegramm und der Doncaster Vorsteher stehen auch im Verhältnis, denn wir können daraus schließen, dass der Vorsteher möglicherweise bestochen wurde, denn er kann ja jetzt seine ganzen Sachen wieder bezahlen und weiß auch, dass er sie bezahlen kann. Das heißt, der Doncaster Vorsteher hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach Dreck am Stecken. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofsvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde das Geld, das er verzweifelt benötigt hat, er wurde bestochen. Da bin ich fest von überzeugt. Das heißt, das hier legen wir schon mal fest. Und jetzt untersuchen wir den Strand. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. These traces were made by a carriage. Look. Wieder mal schwere Wagenspuren. Die messen wir mal ab und ich möchte wetten. Nothing interesting here. Na komm. Nothing interesting. Nothing interesting here. Nothing. Wie macht man denn das jetzt, dass es richtig funktioniert? Achso, die große Spur hier. Garol, du bist manchmal ein bisschen verwirrt. The distance between the tracks is about 6 feet. 7 inches. Ist also das möglicherweise dasselbe Fahrzeug gewesen? The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Möglicherweise dasselbe Fahrzeug gewesen wie das, was an den Schienen untersucht. Was haben wir hier? Ein Stein? The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Gut, haben wir wieder was gelernt. Was ihr lernt, steht im Sendeplan. Unter tv.garlo.de findet ihr nämlich heraus, wann die nächste Folge kommt. Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, hier bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Würde ich mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und auf eure Kommentare.